Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ihr habt eingeschaltet bei Smartest Home. Mein Name ist Frank Völkel. Ich bin Pionier im Bereich Smart Home, schon seit vielen Jahren. Ich habe eines der ersten smarten Häuser im süddeutschen Raum überhaupt gebaut. Und ja, also nur zur Vorstellung, wer uns noch nicht kennt und das mal ganz am Rande, weil die Kollegen sagen immer, du musst dich noch mal vorstellen. Ne? Das habe ich jetzt, glaube ich, getan. Unser Thema soll heute lauten Steuerung des ganzen Hauses. Also ihr habt ja bestimmt in der Überschrift gelesen, sonst, ansonsten hättet ihr es nicht angeklickt. Home-Server im High-End-Bereich, Gira versus Basalte versus Control 4. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, worum es uns heute geht. Ne? Also wenn ihr jetzt ein smartes Haus im Neubau errichtet oder in der Sanierung, also das kann mit uns geplant, konzipiert sein, programmiert sein oder macht es auch mit jemand anderen. Ich sage es immer wieder am Anfang. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Da habt ihr ein vernetztes System. Das kann ein KNX sein, das kann ein anderes System sein. Bei uns ist es sehr oft KNX. Die meisten oder überhaupt, jetzt die letzte Zeit haben wir uns sehr oft mit KNX beschäftigt und IP. Und das ist so die Vernetzung des ganzen Hauses. Ne? Also nochmal ganz wichtig, das ist so, wie wo wir jetzt hier drin stehen, das ist Neubau. Ne? Und in diesem Neubau wird eine Vernetzung, ist geplant von Anfang an, konzipiert und geplant. Hier wird dann eingezogen, hier sind wir beim Rohbau. Und damit das Ganze auch schön automatisch funktioniert, ne? Ich weiß, dass ich mich jetzt in einigen Bereichen wiederhole. Das mögen mir einige von euch verzeihen, weil wir haben ja schon zu dem Thema viele, viele Beiträge gezeigt. Nur möchte ich heute mal so den Vergleich herstellen zwischen den verschiedenen Automatisierungsservern, die es gibt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und da haben wir eine Ebene, das ist eben diese KNX-Vernetzungsebene und obendrauf ist dann ein Steuerrechner. Ne? Und diese Vernetzung, die wir hier in diesem Haus haben, ich weiß nicht, wie man das jetzt erkennen kann, da sieht man zum Beispiel, da kommen jetzt Kabel aus der Wand, da wird die Heizung gesteuert, die Lüftung gesteuert. Ne? Wir wollen ein schönes Raumklima haben. Wir haben dann hier, was ihr nicht sehen könnt, ist hier die Verschattung. Ne? Das ist hier so ein, ich sage immer Penthouse, ne? Das ist Dachgeschoss. So, und das Ganze ist alles miteinander vernetzt und damit das alles schön automatisch funktioniert, ne, da brauchen wir noch einen Steuerrechner dazu. Auch hier das Thema, ich habe es jetzt gerade hier, ne, ihr wollt jetzt hier von Ferne zugreifen, ne? Ihr seid im Skiurlaub, ne? Ihr seid auf den Malediven, auf den Bahamas, wo auch immer ihr dann seid, ne? Oder ihr wollt bloß mal schauen, ihr seid jetzt, ich sage jetzt mal so, du bist ein Mann und du bist jetzt unterwegs und die Familie, die Frau zu Hause, die sagt sich jetzt, ich kann irgendwas jetzt, auf irgendwas funktioniert hier nicht. Ne? So, da könnt ihr natürlich, ich sage immer so, weil die Männer im Haus für die Technik in der Regel zuständig sind. Das heißt also, ihr greift dann von Ferne hier zu. Damit das alles funktioniert, brauchen wir einen Steuerrechner. Ne? Ich hole da jetzt ein bisschen aus und diejenigen, die jetzt sagen, boah, das ist ja alles Frank, das ist ja alles schon, hast du uns schon tausendmal gesagt, überspringt diese Stelle. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die möchte ich euch ja heute mal vorstellen. Da wir jetzt hier im Rohbau sind und nicht im Büro oder in der Werkstatt, will ich euch auch gar nicht die Hardware zeigen, weil das braucht man auch gar nicht. Wir blenden es euch jetzt einfach mal ein. Unter den Home-Servern gibt es verschiedene Klassen. Da gibt es diese Hutschienen-Server, ne, die im Schaltschrank dann eingebaut werden. Ne, das sind so die, sage ich mal, einfacheren Geräte. Und die reichen jetzt für kleine Wohnungen. Das ist jetzt eine größere Wohnung. Und die reichen auch für kleinere Häuser aus. Ne. Da gibt es den Gira X1 als Beispiel. Ne, da gibt es von Enertex gibt es einen und dann gibt es auch noch eine Firma aus Österreich, die ein proprietäres System hat. Da gibt es verschiedene Varianten. Ne? Und darüber möchten wir heute nicht sprechen, weil das sind diese kleinen, einfachen Server. Wir sprechen jetzt über das gehobene High-End-Smart Home. Ne? Und kommen wir dann auch noch später dazu, das Thema Visualisierung. Also wie stellt sich das Ganze optisch dar, ne? Wenn ihr da viel Wert drauf legt.
Da seid ihr jetzt richtig. So, und wenn ihr jetzt keinen dieser Hootsuite-Server habt im Schaltschrank, dann habt ihr so einen größeren Server. Ich sage jetzt Server, ne? Das ist eigentlich ein Rechner. Das ist ein Rechner, der immer permanent im Dauerbetrieb läuft. Da gibt es den Klassiker, den haben wir euch schon oft vorgestellt. Das ist der Jira Home Server. Den gibt es jetzt, ne? Also gefühlt seit 20 Jahren. Ne? Gibt es ihn nicht, aber ihn gibt es schon lange. Und da war jahrelang der Platzhirsch am Markt. Es gab eigentlich nichts Vergleichbares. Ne? So. Dann gibt es als zweites, den gibt es noch nicht so lange jetzt, ne, seit ein paar Monaten, das ist der Basalte Home Server. Ich sage Basalte Home Server, ich weiß, dass er Core S4 heißt. Ne? Und der ist aus der Asano Musiksteuereinheit entstanden. Ne? So, das ist die zweite Variante. Ich sage gleich die Vor- und Nachteile. Und die dritte Möglichkeit ist, da gibt es ja Kollegen, die setzen drauf und ja, auch die Möglichkeit ist Control 4. Control 4 ist ein System eines amerikanischen Herstellers. Da gibt es dann auch bis zur Türkommunikation, bis zu den Tastern gibt es alles. Ist für uns jetzt erstmal uninteressant, weil ich glaube, die Qualität ist wie bei den amerikanischen Autos. Ne? Es ist nicht ganz das, was wir uns hier in Europa, speziell im deutschsprachigen Raum und ganz speziell in Deutschland, in Süddeutschland, in Norddeutschland, in der Schweiz vorstellen. Ne? Also da die Oberflächenhaptik passt nicht so. Aber, jetzt bin ich schon ein bisschen abgekommen, Control 4 bietet auch eine Steuereinheit an, wo ich dann mein komplettes Haus steuern kann. Und Control 4 bietet auch eine Schnittstelle an für KNX. Ne? Weil wir sind ja immer noch in der KNX-Welt, wo wir Heizung, Lüftung, Verschattung und so weiter alles steuern wollen. Und das Ziel ist ja nicht, dass ihr hier immer von ferne irgendwie auf dem iPhone, iPad irgendwas einstellen müsst, sondern dass es automatisch geregelt wird. Das ist eigentlich die Aufgabe dieses Rechners, dieses Home-Servers. Und jetzt zeigen wir euch nochmal gegenübergestellt, also den Jira Home-Server, ganz up-to-date, gibt es in letzter Zeit viele Updates, ne? Die Jungs geben richtig Gas von Jira. Dann gibt es den Basalte Home-Server, Core S4 aus Belgien, ist, kann man fast schon sagen, jetzt so ein bisschen der Platzhirsch am Markt. Und das Control-4-System, was aus dem Audio-Video-HiFi-Segment kommt. Und ich sage gleich mehr dazu. So, und diese drei Varianten, die kann man zur Steuerung eines gehobenen High-End, ich sage immer High-End, ne? Also vergesst das Wort Luxus, ne? High-End Smart Homes einsetzen. Das kann jetzt eine Wohnung sein, ne? Wie wir hier jetzt sind, ne? Da geht eine Treppe ins Obergeschoss und das kann auch ein Haus sein. Das Haus fängt dann irgendwie so bei, ich weiß es nicht, bei 150, 60 Quadratmeter an, 300, 400 Quadratmeter. Ne? Also wir haben ja wirklich auch schon gewaltig große Häuser geplant. Ne? Und diese drei Rechner sind dafür gedacht. Wenn es kleiner ist, wie vorher schon angekündigt, dann nimmt ihr einfach so einen Hootsuite-Server. Ne? Gibt es auch gute Teile. So, was ist jetzt der Unterschied? Ich kann natürlich in dem High-End-Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, der Jira Home-Server, der kann neben dem Ganzen, was wir hier in der Hausautomation, in der Haussteuerung haben, ne, der kann natürlich dann auch noch Musik steuern. Jira kann das nicht nativ mit dem Home-Server. Da gibt es eine Kooperation mit der Firma Revox und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte in diesem Beitrag da noch nicht drauf eingehen, weil sonst... es geht uns nur um den Vergleich. Also am Anfang haben wir den Jira Home Server, da macht man in Kooperation mit Revox, da kann ich dann Multiroom Audio umsetzen. Ne? Das könnt ihr euch nochmal anschauen, was Revox da anbietet. Komme ich auch wo ganz anders dann im Preisbereich rein. Ne? So, und als zweites haben wir dann den Basalte Home Server. Der ist von vornherein nativ in KNX integriert. Übrigens von diesen dreien der einzige hier. Und da könnt ihr natürlich dann von angefangen von einer Zone bis zu 256 Zonen, ist das richtig? Also viele, viele Zonen könnt ihr hinzufügen. Ne? Also man kann, letztendlich könnte man ein ganzes Hotel damit umsetzen. Ne? Das kann man mit den anderen Teilnehmern nicht. So, und dann haben wir wieder den dritten Kandidaten, das Control-4-System. Das Control-4-System hat noch einen großen Vorteil heute. Das ist, wenn ich so ein Heimkino-Freak bin. Ne? Also Heimkino, man kann sagen, dass einige Heimkino-Leute bessere
ein besseres Bild haben, einen besseren Ton haben, als es so ältere Kinos oder Kinos, die man so von Stadt und Land her kennt, haben. So, und bei Control 4, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, Verstärker einzubinden und vor allen Dingen auch das Thema Video. Die ganze Videosteuerung kann ich mit Control 4 umsetzen. So, und dann komme ich natürlich auch wieder, wie gesagt, amerikanisch. Da müsst ihr achten, dass ihr die Steuereinheit von Control 4 verwendet, ne? Für diese Audio-Video-Geschichten. Und dann wiederum kann man auch KNX damit steuern. Also ihr könnt dann auch eure Heizung, eure Lüftung, Verschattung, Beleuchtung, das könnt ihr alles damit steuern. Ne? Das funktioniert. Ist preislich dann auch schon wieder ein bisschen weiter oben. Preise sagen wir keine, ne? Nee. Es macht auch keinen Sinn jetzt für euch. Wir können euch bloß sagen, alle drei sind ungefähr vergleichbar in dem Preisbereich, ne? Und alle drei bieten die Möglichkeit für die Standard Smart Home Neubau Sanierung Vernetzung an. Und zusätzlich gibt es dann noch die Einbindung von Multiroom Audio und bei Control 4 habt ihr sogar die Multiroom Video Variante. Was natürlich, oder beziehungsweise die Videosteuerung. Wenn es in die Richtung Multiroom Video geht, da geht man dann, den haben wir heute nicht mit aufgeführt, auch ein amerikanischer Hersteller, da geht man in die Richtung Crestron dann. Ne? Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das interessiert. Ist eigentlich ein spezielles Thema und ein Thema für sich. So, und jetzt haben wir die drei miteinander verglichen, den Kira Home Server, den Basalte Home Server und Control 4. Und jetzt werdet ihr fragen, naja, lieber Frank, was sollen wir denn jetzt verwenden? Bei unseren Gesprächen mit euch stellen wir immer wieder fest, wo soll es überhaupt hingehen. Ne? Wenn man jetzt sagt, mir ist das Multiroom Audio nicht so wichtig, ne? Also ich will hier eine schöne Visualisierung haben, ich will eine schöne grafische Steuerung haben, dann seid ihr sowohl bei dem Gira Home Server letzter Stand als auch bei dem Basalte Home seid ihr gut aufgehoben. Ne? Also speziell auch der Gira Home Server, wer so in Richtung Multiroom Audio gehen will, der muss mit Revox arbeiten, ist nicht mehr der letzte Stand. Ne? Das seid ihr bei Basalte Home mit diesem Asano-System viel mehr. Und dort habt ihr auch diese Digitalverstärker und da ist auch das, also wenn man wirklich Multiroom Audio machen will, das gleich mitmachen will. Ne? Das ist ja auch unser Thema, dass wir das immer gleich mit planen, ne? Bei den meisten zumindest bei euch. Dann macht das Basalte-System Sinn. Vorteil Gira gegenüber Basalte, muss man sagen, Stand heute ist, Gira ist halt noch in vielen Bereichen durch diese Libraries, die es gibt, also durch diese Plugins, die vielen von euch geschrieben wurden, ich kann das halt universell einsetzen, ne? Den Gira Home Server. Da ist es einfach so, da fängt man jetzt bei Basalte erstmal an. Grafisch würde ich sagen, haben wir euch schon oft gezeigt, ist meine persönliche Meinung, also die Meinung von Frank Völkel, ne, muss man immer wieder dazu sagen. Grafisch gefällt mir Basalte viel, viel besser. Und ich habe ein bisschen eine Affinität auch zur User Experience, muss man sagen. Also wie sieht das Ganze aus und wie fühlt sich's an? Und wer ein bisschen moderneres Auto fährt und auch da so die Grafiken hat, der wird sich natürlich bei Basalte Home, wird er sich natürlich am besten wiederfinden. Da ist es einfach so, da sieht man, dass der Gira Home Server eben schon fast 2 Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und vielleicht ein kleines bisschen angestaubt wirkt. Ne? Aber wie gesagt, das ist die Meinung von Frank Völkel, das könnt ihr ganz anders sehen. Und dann gibt es noch das Control 4. Wir haben es jetzt nicht da, ne, ich weiß, aber Control 4, die Bedieneroberflächen, meiner Meinung nach, wirken wirklich ein bisschen altbacken. Ich würde jetzt nicht sagen wie 1985, aber eben, es ist, man merkt einfach, dass dort müsste man von der User Experience, vom Design, das ist sehr kleinteilig alles auch, da kann man was tun. Aber es gibt ja auch von euch welche, die dann so die Idee haben und sagen, wir nehmen den Control 4, ne, zur Steuerung, weil wir wollen ja auch Heimkino und das Ganze umsetzen. Und wir nehmen zusätzlich noch zur Visualisierung, nehmen wir noch den Home-Server dazu. Ne? Und dann haben wir eben den Quad-Client, ne, oder ich möchte es auch gar nicht mehr, das gibt ja dieses böse Wort für den Quad-Client, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ne? Und ich finde, er ist ziemlich, ziemlich gut geworden. Oder ihr habt dann diese freie Visualisierung. Ne? Könnt ihr auch mal euch beschäftigen damit. Ne? Ist natürlich Aufwand alles. Ne?
So, und jetzt haben wir mal diese drei Typen gegenübergestellt. Und natürlich ist es von vornherein, wenn ihr das von vornherein alles gescheit plant, ich sage es, ich weiß auch, ich wiederhole mich immer, ist das die günstigste Variante. Ne? Also wir planen maximale Ausstattung hier in so einer Wohnung, ne? Letztendlich ist es eine Wohnung. Und was ihr umsetzt dann, das hängt ja ganz von euch ab. Aber wenn ihr es nicht plant, habt ihr es nicht. Ne? Also wenn ich oben keine Deckenlautsprecher habe, wenn ich nicht die entsprechende Sensorik und Aktorik habe, dann wird es in der Nachrüstung immer teurer. So, meine Damen und Herren, das war mal so ein einführender Beitrag im Vergleich von diesen Steuerrechnern. Ne? Die braucht ihr ganz bestimmt. Ihr habt jetzt auch in den Einblendungen gesehen, so ein bisschen wie die verschiedenen Varianten aussehen. Ich möchte noch an dieser Stelle sagen, wir haben jetzt aus, wo wir waren ja in Stuttgart auf der Invest und ich habe dort auf der Bühne gestanden und habe zu dem Thema Sanierung, wir haben so unsere Beispiele aus der Praxis gezeigt. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute sich bedanken für diesen, naja, es war ein Vortrag, wo wir Beispiele gezeigt haben, wie man sanieren kann, wie man in der Sanierung ein Smart Home errichten kann. Smart Home in Anführungszeichen, das ist jetzt ja verschiedene Wohneinheiten gewesen. Also da möchte ich mich nochmal bedanken bei euch. Ich nutze das jetzt einfach mal hier, diesen Beitrag. Und wir freuen uns auf einen Daumen. Wir freuen uns auf ein Abo. Und schreibt uns mal in den Kommentaren, was euch bei diesem Thema Steuerrechner, Steuerserver noch interessieren würde, weil das können wir euch natürlich dann zeigen. Es kann auch sein, dass ihr sagt, wir wollen jetzt noch mehr von diesen kleineren Servern, diese Hootsuite-Server. Da könnten wir auch mal die Visualisierung euch zeigen. Also wie das Ganze aussieht, die Steuerung. Immer unter dem Aspekt voll vernetztes Haus. Und naja, proprietäre Systeme sind wir nicht so begeistert. Das wisst ihr ja auch jetzt über die Jahre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt wieder ein Beitrag Technik. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen. Aber das seht ihr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.